Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass meine Gammelzeit vorbei ist für mein neuer Arbeiter-Outlook. Look, mein neuer Arbeiter-Look, so heißt es. So sehen meine Klamotten bisher aus. Und zwar hatte ich hier eine Winterarbeitshose. Also, das sah jetzt nicht so arg schick mehr aus. Ein bisschen verbraucht mit meinem Adidas-Pulli. Und jetzt zeige ich euch meine neue Präsentation. Bei Klamotten im Arbeitsbereich in Deutschland kann man sagen, es ist immer Engelbert Strauß oder Strauß Ding heißt es, Strauß Works heißt das ganze Teil. Strauß ist so, was sagen wir mal, bei Arbeitsklamotten, wenn immer du ein Doku anguckst, dann siehst du immer Engelbert Strauß Klamotte, immer mit dem kleinen Logo dran. Es ist einfach kostengünstig und hier habe ich die einzige Winterarbeitshose. Ich gebe ein, Internet, Winterarbeitshose. Und jetzt machen wir mein neuer Look hier mit neue Klamotten. Wir machen ja voll in Rot. So ist mein bisheriger Look. Das nennt sich Gammel-Look. Ja. Hier mit diesem. So, und jetzt machen wir einen kleinen Wechsel zu. Gleich sieht er viel besser aus. Und hübscher der Kerl. Jetzt kommt die Winterarbeitshose. Winterarbeitshose mit Innenfutter, weil es ja draußen kalt ist. Mit 4D-Bewegungsding nennt sich's und dehnbarem Hosengummi. Sieht ja schon mal ein bisschen markanter aus, der Kalle. Und dazu habe ich mir einen Pulli gekauft. Jetzt ist so ein Pulli, dieser Hoodie, auch in L. Der ist eigentlich sehr, sehr günstig, hat auch keine Labels dran. Hosenstall zumachen. Der Guido. Guido heißt er immer, ja. Jetzt mein neuer Color Blocking Look. So. Dehnbar, so sieht es immer aus. Und mit dem gehen wir jetzt gleich auf. Hose. Motion in L. So, eine Sommerhose, natürlich, weil will ich ja auch reflektierend sein, wenn es so ist. Wasserstoff in Und Deutschland ist ja das einzige Land. auch wieder in Siegerpose, auch in Siegerpose. Scheinbar nur, oder zumindest in Deutschland, nur die, wo ich mein Handy reintun kann, auf der linken Seite. Nichts auf der rechten Seite, das sind meistens solche Zusatztaschen. Außer bei diesem Modell ist ein bisschen was. Hier ist eine Aufsitztasche. Auch bei der Hose muss man feststellen, wie bei alle Hosen, eigentliche Tasche ist rechts, auf der linken Seite für Linkshänder. Rechte Seite ist hier nur Meterstabtasche. Was soll das? Ich hatte früher immer gedacht, das sind Fehlproduktionen. Und dann gehen wir jetzt dann zusammen aus auf meine Baustelle. Zum Pullover noch kurzer Wort. Das ist ein Hoodie mit Tasche. Pullover mit ganz normal, ohne extra Logo. Und die einfachen Pullis, die kann man immer daran erkennen, dass sie hier nur aufgeraut sind. Die super teure Pullis, die sind hier normalerweise gewoben auf dem inneren Teil. Aber hier entscheidet sich auch die sogenannte Grammatur. Grammatur ist, wie schwer ist der Dings, ne? Ich sag mal, das ist ein Pulli.